Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einer neuen angezockt, wie ihr am Bild erkennen könnt, Devil May Cry 5. Das wollen wir jetzt anzocken. Ich habe die Deluxe Edition. Ich hatte es bis zum Startbildschirm, wo steht jetzt ein neues Spiel, so mäßig schon mal gestartet, weil nicht alle DLCs von sich aus installiert wurden. Da stand, bitte starte das Spiel oder irgend so ein Scheiß. Ich nehme es in 4K auf, ohne HDR. Ich weiß jetzt nicht, ob es HDR hat, weil YouTube mit HDR bei mir immer ein bisschen Probleme hat. Und mit HDR könnte ich hier nicht die schöne Webcam hier oben haben, wo ihr mich jetzt schon sehen könnt. Das geht nicht mit HDR. Jo. Und ich werde das so jetzt aufnehmen. Ich werde es nicht rendern, gar nichts. Ich lade es so bei YouTube hoch, damit ihr in den reinen Spielgenuss kommt. Oh, sieht ja geil aus, ey. Entschuldigung, ich habe mich ablenken lassen. Ohne, dass es halt fünfmal gerendert wird. Bei YouTube rendert es ja selber auch nochmal, wenn man es hochladet. Und ich will halt, dass ihr wirklich so nah wie möglich am Gameplay wart. Seid. So, Optionen. Spieloptionen, was haben wir denn da Schönes? Zielmarkierung, Kamera. Ja, Musik machen wir mal auf der Hälfte. Groß. Helligkeit hatte ich schon angepasst. Steuerung, Sprache. Untertitel. Schade, dass wir jetzt hier nur Japanisch und Englisch haben. Netzwerk haben wir hier auch. Wir können mit Freunden spielen irgendwie. Aber ich mache jetzt hier erstmal ein Netzwerk aus. Ich will ja alleine spielen. Zwischensequenzen anpassen. Zwischensequenzen auswählen. Original. Was haben wir hier? Zwischensequenz abspielen. Ja, wir lassen mal Original. History. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, und jetzt machen wir mal ein neues Spiel. Ich bin schon gespannt. 16. Mai, 20:06 Prolog. Also das ist nicht meine Uhrzeit. Also hier ist es 18 Uhr. Also das ist im Spiel. Mir war so aber, als wenn das letzte Devil May Cry, das war doch, glaube ich, mit deutschem Audio. Oder irre ich mich da? Ich muss mir mein Video nochmal angucken. Boah, wie geil sieht das denn aus? Und ich habe nur 4K, ich habe nicht mal HDR an. Also Capcom, Hut ab. Alleine das Anfangsvideo sieht jetzt schon richtig fett ab aus. What a
am I doing wasting my time here? Nero? He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Ich spiele jetzt Dean, oder was? Und nicht Dante. Dante. Okay, also super erklärt. Sieht doch geil aus, ey. Was bist du denn? Impuls. Dämoneninsekt. I could take you with no arms. Rote Kugeln. Wiederbelebung, Waffen. Okay, mit R1 kann ich auch schießen. Punkte. Boah, die Schriftart sieht doch cool aus. V. I trust you. Schon wieder welche. Nee, das sind andere. Die sind grün. Helping each other out? What's the world coming to? You took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this.
Hier irgendwo was von Munition. Wir sind gleich da. Halt, ich will jetzt mal gucken, ist hier noch was versteckt? Nö. Hold on, Dante. Jetzt ist er ruhig. Dante sieht auch so verhindert aus. Ich habe mich ja vor dem Spiel nicht so viel spoilern lassen, weil looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, Jacket! You, it's not nice to steal. Sorry, Dante. I'm bagging this bitch. Scheiße, und wie heil ich mich jetzt? Würde mich gerne heilen. Ich würde mich gerne heilen. Bitte heil mich. Speicherpunkt. Fortsetzen. Mission erstatten. Mission beenden. Tutorials. Fertigkeitsliste. Ich würde mich gerne heilen.
Bin ich jetzt tot, oder? Der war doch immer total blutverschmiert. Das ist geil gemacht, ey. Alter Schalter, leck mich am Arsch, ey. Das ist geil gemacht, ey. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Hauptmenü, weiter, Details. Ich habe mit C abgeschlossen. König. Achso, jetzt kommt erst der richtige Anfang. Das war jetzt erstmal nur Anispiel, also Tutorial-mäßig, und damit wir rinkommen in die Story.
approximately 1 month ago. In light of this incident, the government... They're demons! I've seen it with my own eyes! Hat Capcom jetzt schon den zweiten Hammer erlandet. Erst hier mit Resident Evil, was ja auch mega geil ist, und jetzt das. Ich bin mal gespannt. Also jetzt sind wir gerade mal am Anfang und der hat mich mega geflasht. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich will euch auch nicht zu viel spoilern. Wir wollen nur so mal ein bisschen ins Spiel reingucken, damit ihr seht, wie es ist. Wie der Anfang ist, ob es was für euch ist oder nicht. Und alles ohne Schnitt natürlich, damit ihr wirklich reines Gameplay seht. Das ist, aber dass das nicht deutsches Audio ist, das ist schon... Das ist ein Kritikpunkt. Das ist ein kleiner Kritikpunkt bei mir. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see you. Vielleicht auch ein bisschen größerer. Also so ein Deutsch wäre natürlich noch viel cooler gewesen. Ich weiß nicht, warum die meisten Publisher das momentan nicht mehr machen. Ey. Die ist ja eiskalt, ey. Boah, der Anfang ist so geil. Gut, jetzt mit... Die Musik ist bei mir jetzt ziemlich leise. Wie ein Content-ID. Alter, wie geil. Ich kann leider nichts machen. Aber ist schon cool, Mann. Und noch einer, komm. Kopfschuss. Oh, zwei, da oben ist auch noch einer. Mit der Schrift auch, wie die rinkommt. Also, das haben sie gut gemacht. Also, das ist mein Intro. Was, ey, Alter, das ist doch... Die Schrift ist auch nicht aufdringlich. Verdeckt auch nicht irgendwo das Bild. Ich werde garantiert Content-ID kriegen wegen den Liedern, ey. Oh, der hat den Schild da. Tasse fliegt hin und her. Wie geil. Geil. Also es kann sein, dass er gerade die PlayStation ein bisschen pfeifen hört, die überreagiert gerade. You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things.
Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? Entschuldigung. Oh, ich habe total den trockenen Hals gerade. Drücke Kreis. Okay. I've got some cleaning up to do. Coole Sache. Ein bisschen was von Scorpion. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! R1 und Kreis, okay. Drücken. Really getting the hang of this new toy. You'll leave this here? Sweet. What a mess. Feigling haut ab. Are they collecting human blood? It's not just about feeding. There's something else. Houseplant. Oi.
the marshmallows, because I'm bringing the fire. That's me. I gave you that one. Yeah, damn it. It's 30. Gotta be some spots in this all. Tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. At least it's guy here. But everywhere. Ich glaube, das könnte vielleicht eventuell so ja das nächste Let's Play werden. Ihr wolltet ja wissen, was ich als nächste plane. Kannt ja noch nicht so wirklich, was ihr plant. Es könnte möglich sein, dass es das wird. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. Ah, da steht sie auf den Reifen Devil May Cry drauf. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, because food's ready and Gideon always makes too much. Hope you like loud talkers, too, because got a pair of those upstairs. You see something you like. What the hell? You a demon? Die hat mir den Arm abgerubbt. I'm taking this back. Ich nehme ihn mir zurück. Sah so ein verdächtiger Dante aus. Oder? War der Dante? Hat er überlebt? Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein, weil Dante
hat er erst, kämpfte er später gegen den. Das war ja jetzt 2 Monate davor. Und da hatte er schon, also in diesem Schloss vom Dämonenking oder was das war, hatte er schon seinen Arm nicht mehr gehabt. Oh, ein S-Rang. Coole Sache. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Jetzt machen wir jetzt noch und dann wird es aber langsam Zeit aufzuhören. Und sonst verrate ich euch noch zu viel. And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Hey, we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Ah, jetzt kann ich mich erweitern. Das ist aber ein bisschen lassiv, wie die sich da gerade bückt. Aber sieht schon cool aus. You want the crème de la crème? Look no further. Komm, bück dich nochmal. Oh ja. You like pasta, right? Try this baby on for size. Was ist das? Komm doch mal, ja, genau. Oh. For those hard to reach itches. Umrum ein bisschen viel, also könnte ein bisschen was weniger sein. Komm noch mal, komm. You want the crème de la crème? Das sieht doch aus wie von Mega Man. Okay. Anpassen wir Bildschirm. Hier kannst du Fähigkeiten und Fähigkeiten kaufen. Kaufen können nicht rückgängig gemacht werden. Wähle daher. Okay. Bist du Vorrat an Stocken, deren Spezialfähigkeiten dir im Kampf helfen werden? Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung verwalten. Verbinder bearbeiten. Kombinationen zu finden, die am besten zu deinem Kampfstil passen. Okay. Kugeln kaufen, um deine maximale Lebenskraft zu erhöhen oder dich wieder besiegt wurdest. Okay, was haben wir denn hier Schönes? So, das hier mit 2000?
Mega Ball. Mega Man. Fernangriff, das ist gut. Komplett. Kaufe ein Exemplar von jeder. Achso, ich kann ein Exemplar von jedem kaufen, okay. Das machen wir mal. Können wir die austesten? Ich will die alle mal testen, wie die sind. So, wir fangen mal an. Ich will erstmal Mega Man gucken, was der hat dann. Dann will ich den wissen. Und dann diesen komischen Pasta-Handschuh, will ich auch wissen, was der machen kann. So, Objekte. Lebensenergie erhöht Maximum an Lebenskraft. Okay. Gefallene wiederbelebt werden. Okay. Und Fähigkeiten haben wir auch noch. Ach du Scheiße, wie teuer sind denn die? Über 800 und so was. Wir machen mal. Ich weiß, wie ich bin und ich kenne meinen Kampfstil. Also das, was wir jetzt haben, ist okay. Achso, der nächste kostet 3000. Naja, das ist mir zu viel. Goldene Kugel. Ja, nun war das einfach auch mal. Ja, und das nächste kostet auch wieder mehr, oder was? Oh Gott. Wieso was hasse, dass es denn teurer wird? Red Queen. Okay, da kriege ich ihn mehr, der kostet 3000. Fähigkeiten. Ach ne, Sturmangriff und so weiter ist mir eigentlich relativ. Aber ich habe nicht genug. Nee, den heben wir auf. Anpassung ist fertig. Dann heben wir uns das mal auf, was wir haben. Und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht wieder Lebensenergie dazu holen. Ah, hier können wir wieder ins Hauptmenü zurück. Mission starten. Anpassen. Wieso habe ich bei Anpassen so ein Ausrufezeichen? Ach so, weil ich noch nicht alles angeguckt habe. So, wir sind ausgerüstet mit Mega Man, mit der anderen Hand, mit der komischen Hand. Und dann würde ich sagen, let's go. Mission starten. Starten wir mal noch eine Mission. Wir sind nämlich schon bei 45 Minuten. Wo ist mein Wasser? Da drüben. Da ist mein Wasser. Und mein Fernsehen muss ich ohne einpassen. Das sieht milchig aus. So. Need to catch up to V. Fast. What a mess.
Das sieht aber nicht gut aus, der Grotte. Okay. Also ich muss schön viele verschiedene Kombos machen, damit ich ordentlich Punkte kriege. Dass ich mich dann halt, also dass ich einen anderen Rang kriege und dass ich mich verbessern kann. Ah. Making it easy for me, huh? Wie seid ihr denn? Haben wir von?
Looks like I'm gonna make it there before you do, V. Trying to stop me? Oh, whatever shall I do? Yeah, I can make this work. Understand it. Doesn't seem like a demon to me. Ah. Na. Wieso hat denn der das nicht gleich genommen? Wait. Which way did I come from? Noch again? Arm. Das nächste Ziel. Got a little something for you. Okay. Ach, da haben wir doch. Out of the way!
Muss mir aber erstmal die Steuerung erhöhen. Ich mache immer, wenn ich Schwert mache, aus Versehen die Pistole. Geheimmission. Manche Wände decken. Was? Tragen spezielle Muster. Diese. Geheimmission. Mission im Hauptmenü auswählen und beliebig oft erneut spielen. Das ist gut. So, also. Achso, hier. Machen wir jetzt aber nicht. Oder? Scheiße, wir machen das jetzt einfach. Oh, Zeit wird langsam knapp. Ich muss bald anfangen mit Hangout. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ah, okay. Brauch nur 4 davon und dann wird meine maximale Lebenskraft erhöht. Aber wenn ich das jetzt gespielt habe, wenn die sagen, ich kann das so oft, wie ich will, spielen, dann könnte ich doch jetzt eigentlich im Hauptmenü nachher die Mission einfach ein paar Mal spielen und dann
meine Lebenskraft da kriegen und dadurch meine Lebenskraft ein bisschen aufpushen. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin soll. Ist auch noch einer. Okay. Müssen wir jetzt nur gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Also eine kleine Landkarte wäre schon nicht schlecht. Ach, weil die Wald war lauter Bäume nie gesehen. So, und jetzt müssen wir aber noch mal zurück. Nee, hier war's nicht. Hier war's. Einmal. Dann noch mal. Und dann gehen wir hier hoch und holen uns den auch noch. Und jetzt können wir weitergehen. Halt, hier lang. Nee, hier lang wird nicht.
Hier durch, was? Da durch, hier durch. Und dann hier durch. I'm getting really sick of this stupid tree. Ah, da ist noch ein Handschuh. Gut. Wir kommen ja sowieso nicht mehr zurück, aber wir haben jetzt hier schon mal einen Handschuh. Da liegt noch was. Da ist noch ein Handschuh. Gut. Und noch ein Handschuh. Ah, hier. Ich muss auch nur noch das passende Gegenstück finden. Wow. Oh, wo bist du denn? Spiegel gleich. Sieht aber nicht gerade. Gut. Das kommt mir aber gut ins. Gut, das ist jetzt wieder frei. Ach so, da habe ich, da sehe ich auch das Ding, wo wir hin müssen. Aber ich will erstmal zurück, weil hier ist das. So, und schon haben wir wieder zwei von den Händen. Oh man, I'm getting sick of this. Eine Stunde elf, ey, so lange wollte ich gar nicht anfangen. Ich wollte nur ein bisschen. Oh, hier noch eine Hand. So. Ah, hier ist noch ein Arm, okay. Oh, oh. Das ist gut. Oh, schöne Punkte. Schöne Ding. Telefon. I guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the front recall? Tell
your word. You call me from now on, and I'll hustle all over. Können wir noch mal anpassen? Yo, you just hear the window shop? Window shop. Jetzt will ich aber ein paar Fertigkeiten kaufen. Tempo? Ja. Das will ich auch haben. Das andere kann ich mir nicht mehr leisten. Alter, was ist das? Extra Provokation. Boah, das will ich haben. Das will ich haben. Ja, was das ist, kostet viel. Extra Provokation. Alles, was man haben will. Ach, scheiße. Mir fehlt nur noch ein bisschen. Oh, fuck. Mist! Ich hab nicht genug. Ich sag bloß, man kann die Währung kaufen. So wie bei allen anderen Spielen auch. Oh, ne, finde ich jetzt nicht so pralle. €1,99. Na, 1000. Ob es da auch mehr als 100.000 gibt, muss man danach einmal nachgucken. Wenn ich jetzt hier runtergehe und auf 300.000 im Store kaufen, dann müsste der mir doch im Store jetzt auch was Höheres anzeigen. Ne, 100.000 ist das Höchste, was man kriegen kann. 6 Euro wären das. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn wir das Let's Playen, dass wir uns da mal ein bisschen Geld investieren und ein bisschen was kaufen können. Da wird ja alles immer teurer. Okay. Aber das hat schon mal einen Vorteil. Man kriegt nur einmal was und nicht 5, 6 Pakete und kauft noch mehr, investiert noch mehr. Ich habe euch dann schon beenden. Speicherpunkt. Ab dem letzten Speicherpunkt neu starten. Nein. Also ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall im Let's Play weiter. Eventuell. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Weil ich spiele jetzt hier schon 1 Stunde 16. Ich stelle es mal so hin, das ist doch ein geiler Abschluss. Das ist doch geil. So sieht das doch geil aus. Ich spiele jetzt schon 1 Stunde 16 aus. Ich muss ja auch gleich den Hangout machen. Ich will euch ja auch nicht zu viel verraten. Ihr solltet ja auch gespannt sein und dann im Livestream mit bei sein. Also ich finde es geil gemacht. Sound geil, Story ist soweit geil. Mir fällt es nicht, dass das Audio nur Englisch ist und Japanisch. Also da hätte ich mir ein deutsches Audio gewünscht. Das ist ein Kritikpunkt von mir, dazu stehe ich auch. Aber sonst, die ganze Spielmechanik, die ist sehr flüssig, ist ganz cool gemacht. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier das Schwert auf Dreieck ist, weil ich drücke immer den anderen Knopf und dann ist dann halt die Pistole. Mit dem Handschuh muss man sich noch ein bisschen anfreunden. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Da bin ich gerade dabei. Fähigkeiten habe ich ja noch nicht so viel gehabt. Habt ihr ja gesehen, den habe ich ja jetzt erst gekauft. Aber so an sich macht's richtig Laune. Ich denke, wir kommen jetzt noch schwerere Gegner, logischerweise. Ich muss meine Energie ohne aufwerten und so was alles. Also von mir auf jeden Fall
Doppeldaumen hoch. Also es macht mega mäßig Spaß. Ey. Ich werde jetzt so wie es ist, wie ich es jetzt aufgenommen habe, hochladen, was wieder etliche Gigabyte sein werden. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen oder ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen oder und die Bimmelglocke zu drücken, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Ich denke mal ganz stark, dass wir das noch Let's Playen werden, weil jetzt einfach geil ist. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.